auch so alt aus wie du. Ja, aber in 4 Stunden haben wir das neue Jahr und da bin ich wieder jung. Du wieder jung, dann lache ich doch. Ja, und genau das geht's, ums Lachen. Den ganzen Abend lachen wir, weil ich mir doch verkauft. Verkauft? Wer kauft denn dich? Na du! Ich? Ach ja, stimmt. Na ja, das kann ja heiter werden. Franz! Oh, ich halt's nicht mehr aus! Elfi! Elfi, jetzt lass doch mal mit dir reden! Na, jetzt langt's! Elfi, wir sind doch bisher gut miteinander ausgekommen. Und jetzt, da willst du uns auf einmal den Dienst aufkündigen? Ja, das will ich und das werd ich. Und ich darf nicht mal wissen, warum? Nein. Kriegst du vielleicht zu wenig zu essen? Da schau ich so aus! Ganz bestimmt nicht. Dann ist dir die Arbeit zu schwer. Dann wäre ich schon längst gegangen. Ja, Herrschaftszeiten, was denn sonst? Ich such das nicht. Du tätst dich bloß wieder aufregen. Na ja, Unsinn. Ich gehe nicht gern, aber ich muss. Ja, aber wieso musst du denn? Hat dir jemand was bei uns getan? Ich vielleicht? Na, du nicht. Der Friedel? Der auch nicht. Oder vielleicht der Großvater? Ich such nix. Freilich warst du Großvater der lumberste Elendige. Och, Elfi. Oh. Elfi. Der ist doch ganz harmlos. Was, du wieder mich jeden doch ärgert? Ja, und du ihn vielleicht nicht? Ich lass mir halt nichts gefallen, aber er mit seinen saublöden Lausbunkschichten. Schau, Elfi, die alten Leute, die sind halt wie die kleinen Kinder. Ja, da muss man eben mal ab und zu ein Auge zutun. Aber ich drück ja schon. Alle beide, inklusive Hühneraugen, aber jetzt langt sie gehen. Oh, Elfi, jetzt hab doch mal. Elfi. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Eine Maus hat er mir ins Bett gelegt. Tot oder lebendig? Jetzt ist doch was! Die hat nur gelebt. Das mit der Maus war bestimmt nur die Katze. Ne? Ja. Doch. Meine schönsten High Heels hat er einfach am Fußboden festknochelt. Was braucht der Deck wieder High Heels? Wahrscheinlich hat er sich einfach nur Sorgen gemacht, dass du dir mit den Dingern ein Bein brichst. Das zeigt doch nur, dass er dich gern hat. Und der Oberknaller kommt dann noch. Meine Schlüpfer hat er zusammengemäht und bei der Kerwa am Riesenrad aufgehängt. Effi. Effi, das war doch bestimmt nur ein Versehen. Er mag das nicht. Effi, schau, der schläft doch nur den ganzen Tag. Hm? Siehst du, Vinzenz, und genau deswegen wollte ich dir nichts sagen. Du nimmst denn ja immer in Schutz, was du was. Sagst deinem Bruder, dass ich mein Zeugnis haben will. Weil wenn ich mich schon von einem Manns betriezen lassen muss, dann soll's wenigstens ein Junge sein. Ach, schau, Effi, mich ärgert er doch auch manchmal. Aber wir haben ihn nun mal vom Papa geerbt. Gott hab ihn selig. Ja, und jetzt, wo er alt und senil ist, da können wir ihn doch nicht einfach vor die Tür setzen. Gibt ja gleich alt und senil. Außerdem habe ich den alten Grantler irgendwie lieb. Vinzenz, du kannst es halten, wie du es willst. Aber ich schau, dass ich von da verschwind und ich pack jetzt meine Taschen. Boah. Ja, geh gleich mit. Die 7. Hofhelferin in einem Jahr. Großvater, weißt du, was du uns eigentlich antust? Ja, jetzt du erinnern noch mal nach. Das Hilfloch im Kopf geht aus. Friedel, was hat denn jetzt der Hut getan? Der Hut nix, aber der Großvater wieder. Desmal hat er die Schwarzwurzeln weiß angemalt und hat ein Schild daneben gehängt. Spargel zum Sonderpreis. Und das im Oktober. Friedel, musst aber zugeben, das ist kreativ. 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 Die ganze Ernte hat uns sie gemacht. Tausende von Euros beim Teufel wichert. Scheiße. Ja, da sagst was. Hopp. Hopp. Ich hau den alten Grauderer raus.
Ach, jetzt wirft er nicht dauernd den Hut auf den Boden. Meinst du, es bringt was? Nein. Na also. Ist eh ein Großvater seiner. Och, na dann. Tiffel, ich sag dir noch eins, so ein Streich und der kommt mir ins Altersheim. Friedel, das kannst du nicht machen. Gerade nicht jetzt, wo uns die Elfi aufgekündigt hat. Was? Die Elfi hat uns aufkündigt? Warum denn das? Ja, wegen dem Großvater. Super. Die Einzige, die es länger wie 14 Tage mit dem alten Grantler ausgehalten hat und jetzt jagt das auch noch zum Teufel. Ich kann nicht mehr. Oh, Friedel, was hast denn? Zipfel, ich muss mit dir reden. Kurz vom Baba sein Tod, da hab ich ihn an seinem Sterbebett versprochen, dass ich als dein großer Bruder immer gut auf dich und auf dem Hof aufpassen tu. Das habe ich auch immer gemacht. Aufs beste Internat nach Hamburg habe ich dich geschickt. Und aus dir ist ja wirklich was Gutes geworden. Immer wenn du nach Hause kommen bist, wenn man denkt, Mensch, der kleine Zwetschge, schau an da oh, der wächst schneller wie unsere Karotten. Und wie der Rettich? Ja. Und ich habe doch auch immer alles Schlechte von dir ferngehalten. Zipfel, wie sag ich denn dir das jetzt? Der Hof. Friedel, willst du jetzt endlich auf Bio umstellen? Oh, super! Du, ich habe schon Haufen Ideen, wie wir nachhaltiger produzieren können. Also zuerst, da müssen wir unseren Stickstoffeinsatz quasi auf Null fahren. Gut, dafür müssen dann innovativere Fruchtfolgen her. Zipfel! Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen was investieren. Ich denke, so ein paar hundert Euro. Herrschaftszeiten, Zipfel, der Hof ist am Arsch! Was? Wir sind pleite. Und für uns zwar, da gibt's nur einen einzigen Ausweg. Einer von uns zwar muss sich opfern. Und dann die Tochter von einem reichen Bauern heiraten und dann die Mitgift kassieren. Aber Friedel, wir leben im 21. Jahrhundert. Ich meine, welches Mädel kriegt denn heutzutage noch eine Mitgift? Außerdem, wen willst du denn heiraten? Na, ich kann ja, aber du. Was, wieso ich? Na, weil's der Schönere bist von uns zwar. Ja, gut, das stimmt schon. Und ich hab auch schon eine für dich. Die mag ich nicht. Was hast du denn hier? Die magst du nicht? Du kennst sie doch noch gar nicht. Also mir gefällt's, dann gefällt's dir bestimmt auch. Ja gut, wie schaut's denn aus? Also gesehen hab ich's noch nicht. Aber ihr Vater, das ist der Schremsens Helmers und der gibt ihren Batzen Geld mit in die Ehe. Dem Schrems seine Tochter? Mhm. Du meintest aber nicht die Emma? Ja doch. Das zweckert der kleine Greimeicher da mit den Käsfüßen und der dicken Hornbrille aus dem Kindergarten, die mir früher die Haare mal büschelweise ausgerissen hat. Ja, genau die. Ich gratuliere dir zur Verlobung. Du nicht zur Verlobung. Ich habe heute noch eine kahle Stelle am Kopf wegen der. Und wenn das die letzte Frau auf der Welt wäre, ich heirate die nicht, die hässliche Ente. Was heißt hier die hässliche Ente? Du hast sie doch seit 20 Jahren immer gesehen. Vielleicht ist aus der ja ein bildschöner Schwan geworden. Ja, das glaubst du auch selber nicht, wenn ihr Vater dafür zahlen muss, dass er sie an den Mann bringt. Da, schau, kein Bild von der. Die ist sogar zu hässlich für Facebook. Zipfel, du heiratst jetzt und damit basta. Ich will aber auch eine Frau haben, die ich lieb hab. Sei gescheit. Schau, Liebe vergeht, Hektar besteht. Zipfel, jetzt fährst du die Dache mal hoch nach Fach auf den Hof vom alten Schrems. Und dann schaust du der Emma einmal um. Oh, das ist aber nicht mein Emma. Damit ihr reinschauen, hört es nie an. Herrschaftszeiten, die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale. Ich habe, glaube ich, die Fensterscheiben minimal verbunden. Geh wirklich, Großvater. Ja, der Glaserer will ja auch wohl ein Geschäft machen, ne? Das glaubst du? Ja, das war in Deutschland, über die Katze über die Füße gelaufen, aber über den Weg, was ist denn da los? Wo ich mir gleich Obacht geben. Mensch. Was trägst du nur den Hammer mit dir rum? Das hab ich jetzt gesehen, in Paris machen das die Models am Laufsteg. Verlaufen die, zack die Flak und dann machen sie eine Wende und... Am Tag, Mann, ich bin ein ruhiger Abend, hä? Ja. Scheiße, la. Komm, mir eh nicht gefallen, das ganze Geschlapp. Halt! Was? Wo ist ich? Da. Gibt's denn her? Endlich die blöde Ratze. Da ist der Bäcker, schau. Ja, auf der Bäcker. Großvater! Ah, so Gott will ich halt still, dann ist er gut. Gib halt endlich eine Ruhe, schau, es dann kommt. Der Buckel hat. Der ist auch von gestern. Wenn ich so einen Kong essen, du, dann muss ich ja gleich
Da muss ich gleich nachspülen. Das wird mir ja meine Enkel noch gestatten, dass ich mal den Schnäpschen trinke, oder? Der Enkel dir der Schock gestatten, aber der Doktor hat gesagt, du sollst nichts trinken. Ich höre meine. Mach doch nur das, was wir alle seit Monaten machen sollen. Desinfizieren. Auch von innen. Und so wie du riechst, solltest du auch mal desinfizieren, und zwar von außen. Nein. In der Zeitung war gestanden, wer gut riecht, wird oft von den Schnorren gestochen. Mich hat seit 30 Jahren nichts mehr gestochen. Ja. Was ist mit dem Haut los? Das ist nicht meine Haut, das ist deine Haut. Das ist doch nicht meine Haut. Komm in den Leser. Die drei alte Lumpen, die alte Haut, den habe ich halt früh aus deiner Kamera. Was? Ja, weil meinen habe ich doch gestern Abend gefunden, aber jetzt weiß ich wieder, den habe ich dann rein. Dass er schön aufgeräumt ist. Schau her. Super. Maud ist immer sein Großvater. Nicht immer, aber immer öfters. Nicht bei erst. Was denn? Setz dich da lieber, komm. Das ist eine ganze Dramaturgie kaputt, ich sag's dir. Dramaturgie? So, da bin ich. Aber zum Glück nimmer lang. Ah, die Madame Pompadour. Nimm mir gleich noch einmal Platz, gnädige Frau, an unserem Tischlein, deck dich. Danke. Ach, denk dir. Freilich. Nein! Was die Schulkrümmel, der alte Miesbrett. Bei dir, kleine Rumpeln! So, das war gerade die Überraschung. weil ich noch mal sehe, du. Machst du mir vielleicht nur ein, zwei Dampfnudeln? Nein! Machst du eine? Na, gewiss nicht. Soll ich eine machen? Nein! Der will nicht, der kann nicht, ich darf nicht. Dann muss ich halt auf Flüssignahrung umsteigen. Großvater, der Doktor hat gesagt, du sollst nichts trinken. Hast du das nicht mitgebracht bei der Regierungsbildung, um was da gegangen ist bei der letzten, ne? Nur um Klimawandel, Umweltschutz. Und da mache ich mit, trotz meinem hohen Alter. Ich trenne das Glas vom Alkohol. Prost, na ja! Und ich trenne den Alkohol von dir. Friedel, hast du jetzt mein Zeugnis schon? Mensch, ich will doch nicht dazukommen, welcher denn. Soll ich schreiben? Na, bestimmt nicht. Ich hab denkt, du schreibst was Einfaches. Schau her, wie zum Beispiel: Ich bescheinige hiermit, dass mir die wunderbare und einzigartige Elfriede Ludel immer fleißig, hilfsbereit, treu, ehrlich und kräftig gedient hat. Sie ist mir über alles gegangen. Vor allem über das Bratwurstkick. Ich lasse sie nur schweren Herzens von dannen ziehen und kann nur sagen: Hut ab vor Elfriede Ludel. Hut ab vor der alten Ludel. Hältst du nicht endlich einmal deine Waffe? Also, ich hau's schnell in den Computer rein. In der Zwischenzeit, schön brav seid ihr zwei. Ja, bist halt fertig mit der Kuh weniger am Hof, ne? Bleiben wir noch genug Ochsen da. Das ist immer bloß ne Mannsbilde. Und als Weib. Wer? Na, du. Ich? Ja, schau, dann du, dass du an den Hof kommst, wo lauter Weiber sind, dann bist du das einzige Mannsbild. Der bin ich da auch gewesen. Ja, das sieht man schon an den Schnurrbart, der da noch gewachsen ist. Das ist kein Schnurrbart, das sind die Haare, die auf die Zähne hab. Ja, das fehlt mir schon. Komm, dann tust du mal sehen. Großvater. Bin dir nicht gescheit, der Klopfer ist mir ausgekommen. Ich glaube eher, du hast einen Klopfer, gell? Griffel weg. Alte Bauernregel. Bevor der Bauer knutscht, die Trutschen oder lieber mit dem Stier rumknutschen. Und klebt der Bauer an der Mauer, war der Stier wohl richtig sauer. Was mir fein, wenn du fehlst, wenn du fort bist. Ach komm, jetzt wirst du das Kreine anfangen, welcher mir? Ja, Rotz und Wasser können die Kreine vor Freude. Aber was glaubst denn, was der Friedel für einen Luftsprung machen die, wenn du anstatt meiner vom Hof gehst? Wieso? Du bist ja bloß nur da, weil der Vincent ständig ein gutes Wort für dich eilig. Das ist doch gelogen. Ist es nicht? Das ist gelogen. Ist es nicht? Eine Lenkoschen. Jetzt war ausgesprochen für immer und ewig. Ja, du hast ausgesprochen, wenn ich mit mir selber mal einen Schnaps, dass du das bis drei aushältst, dass du nichts mehr sagst, alte Labertaschen. Eins, zwei, zweieinhalb, zwei, drei Viertel, was wir in dem Stich lassen. Und recht, Herr, wenn ich ihn ausschmassen tät. Wunder, hab ich, Wunder. Hau ich mir noch ein Schnäpsel hin in die Binde, ich sag mir nicht.
Du sollst nichts trinken, hat der Friedl gesagt. Du bist ja schon fast der Alkoholiker. Ja, wenn das Spiritus wäre, dann wäre ich ein Spiritueller. Muss ja aufpassen, das merkt er. Da war Trick 17. Okay. Weiß ich, warum du das Grüne hast. Dass du nicht einfach einmal einen Ruf gibst, na, ständig machst Ärger. Und das, obwohl es um den Hof so schlecht steht. Was? Um den Hof steht schlecht? Ja, verkaufen, wenn's denn müssen. Und wenn's so weitergeht, dann können Friedl und den Vinzenz in ein paar Wochen kein einziges Dachschindel mehr. Da kann ich nichts dafür. Doch, schon. Ich sorg doch bloß ein wenig für eine gute Stimmung am Hof. Eine gute Stimmung, freilich. Am Schlachtdorf stickst die falsche Sau ab. Die hat hier vorgerennt, die blöde Sau. Bei der Kartoffel-Endhaus mit einem Sporten die Kartoffeln auseinander. Ja, Pommes sind teurer wie normal, die Kartoffeln. Und beim Mistaufladen hast du den Hahn gleich mit aufgespießt. Ja, der hat doch keinen mehr hochgebracht. Die Henner waren dankbar, dass er weg war. Pass auf, dass du ja, den mal aufgespießt bist, gell? Entschuldigung, darf ich schon wieder rein? Nein! Ja! Gerade richtig kummer. Wenn später kommt, ist nichts mehr drauf von mir. Wolltest du uns gewiss verlassen, Großvater? Der hätte mich mit Haut und Haar aufgefressen. Ach komm, du bist mir auch viel zu zäh. Also, mal, ich bin zart wie ein kleines Brauhausschnitzel. Ja, beidseitig bekloppt. Hör dir mal her, du Gschecker, der Blöde. Was ist? Nix. Hä? Was wollte ich sagen? Du wolltest sagen, du Gschecker. Ja, aber danach, da war was hinterfotzigt, hab ich mir. Toll, danke, Friedl. Geh mir immer so mit dem. Hast du mein Zeugnis jetzt? Ja, da hast's. Und Elfi, das wollte ich dir noch mitgeben, weil du es immer so gut gedient hast. Was denn da nix, das behältst du mal schön selber. Ihr kennt jetzt jeden Centbraun. Ich schau, dass ich von dort verschwind. Wenn's jetzt so weit wäre in die Hölle, wenn ich dieselbe mit dem Schub kann runterfahren, dass ich ja sicher bin, dass ich der Teufel nimmt. Dankeschön, aber ich geh zu Fuß, du aufgeschwemmter Nasenbär. Ich erscheine für deine Graustampfer, du altes Nilpferd. Ich bin kein Nilpferd, ich bin ein gut gefüttertes Reh. So. Das ist nicht verkehrt. Wenn der Boy jünger wäre, den ich verheiraten. Das machst, Großvater, das machst. Jetzt trinken wir schon mal einen Schnaps. Komm. Nein. Ich soll nichts trinken. Ach, auf einmal? Der Doktor hat gesagt, ich soll nichts trinken. Ja. Du, stimmt nicht, dass so mein Hof so schlecht steht? Na schon. 20.000 Euro steht man brauchen, oder? Frau von Vinzenz. Oh, die ja wegen Geld mit in die Ehe reinbringt. Zwanzigtausend Weiber und der Euro wäre leichter, du. Meiner Frau von Vinzenz hätte ich ja schon, aber der mag's ja nicht. Nein, mach das nicht. Ja, das ist das Problem. Vielleicht nehme ich's selber. Wie schau ich aus? Du schaust doch nicht schlecht aus, aber der Schönere bin ich, gell? Ja. Ich seh mir auch noch mal opfern für so ein Bagala. Wann brauchst du das Geld? Am besten morgen. Ich bin die Zinsen für die Hypothek schon das fünfte Mal schuldig geblieben. Was? So schlecht steht's um uns. Ach Gott, Bo. Wie kann dir denn da helfen? Kannst gar nicht helfen. Du hast doch selber nichts, Großvater. Ich hab das brachliegende Grundstück von meinem verstorbenen Bruder hätte ich, aber. Geht's so? Wer kauft denn schon ein Grundstück? Was 6 Kilometer lang, aber nur 20 Meter breit ist? Das wäre ideal für eine Kegelbahnverleih. Ja. Mach dir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin irgendwie. Um dich mache ich mir Sorgen, seitdem du 3 Jahre alt warst und auf der Mist im Hof gestanden warst und die Strohhalme sauber geleckt hast. Und dann haben wir es vorhin in die Wirtschaft und dann haben die Leute in Mexiko getrunken draus. Das war nur Zeichen durch die ganze Woche. Herr Reif? Ja, servus miteinander. Servus. Oh. Ich
Hermes, hast du die Eggerzampe mit der scheiß Biogasanlage oder was? Ja, wer kommt, der kann, ne? Da musst du aufpassen, der geht zu den Bauern, die ihr Geld brauchen, dann kauft er billig die Egger und dann tut er Mais anbauen, den er verbrennt und dann kriegt er noch Subventionen von der EU. Was hat er das? Ist doch wahr. Wir kennen ihn oder war er noch rank und schlank? Hey, willst du sagen, ich werde jetzt ein Fett bist geworden. Ich bin nicht fett, man sagt heutzutage gravitativ verändert. Auf jeden Fall bist du ein Lump, der die Leine über den Tisch drüber zieht. Na, heute ist er ja gut drauf, unser Großvater. Ach, die Elfi hat mein Abschiedsgeschenk von mir. Ein fideler Kerl, dein Großvater. Ja, da sagst du was, Helmers, da sagst du was. Aber gut, dass du da bist. Ich wollte schon anrufen, ich habe ein Problem. Der Vinzenz will deine Emma nicht heiraten, wie ich am Kindergarten hat er gesagt. Ja, und meine Emma will den Vinzenz nicht heiraten. Sie sagt, den alten Nasenbubbler will ich nicht nehmen. Zumal ist gar nicht, was wie er heute so noch ausschaut. Warum hast du denn da nicht mitgebracht? Da hätten sich die zwei doch Anschauer kennen. Mitgebracht, wenn's doch nicht will. Ja, dann nehm's ich halt. Du? Ja? Nichts für ungut, aber deine Mutter war schon nicht schön. Emma sagt, sie tut sich kein Mannsbild mehr stationär her, nur noch ambulant. Sie hat gesagt, sie sieht gar nicht ein, dass sie sich wie so ein Schnärferler wascht, die ganze Sau haben du soll. Das ist jetzt mal gescheit, Blade. Ich habe ja schon fix mit dem Geld, ich meine mit der Hochzeit gerechnet. Weil wir beim Thema sind. Hochzeit. Geld. Der Großvater, der alte Frecker. Sieg am Doktor will er nichts trinken, dann säft er der ganze Flasche in der Hand aus. Wie redst denn du von diesem charmanten, liebenswürdigen alten Herrn, hä? Reden wir über den gleichen Großvater? Ja, schon. Ja, du willst denn nicht mehr willst? Ich kauf dann ab. Was? Du willst mir meinen Großvater abkaufen? Freilich. Warum nicht das? Ja, warum nicht das? Warum nicht das? Das? Du weißt doch, meine neue Frau ist eine Preußin. Die will unbedingt eine Verwandtschaft haben, die Dialekt spricht. Damit sie es nicht verstehen muss. Jetzt bildet sie sich ein, dass einen fränkischen Großvater braucht. Du wirst doch gewiss einen eigenen haben. Ja, schon. Aber eurer ist doch viel besser beieinander. Aha. Ja, brauchst du den Preis nennen? Ich zahle nicht. Du glaubst doch jetzt nicht im Ernst, dass ich dir meinen Großvater verkaufen will. 500. Ich weiß nicht. Na ja, okay, sagen wir 1000. 1500. Ach, spinnst. 1500, da krieg ich die ganze Kau dafür. Naja, dann setzt du alte Kau neben der Frau auf die Ofenbank. Na, eine alte Kau auf der Ofenbank reicht mir. Da bist du ganz schön drauf, du, für den alten, zweckerten Moserhaufen Geld zu verlangen. Du horch ja mal, mein Großvater, der ist noch fast neuwertig. Neuwertig? Mit 80 sagst du neuwertig. Also ja. Komm. Und außerdem fällt mir ein, dass ich ja so einen gar nicht mehr nachgeliefert bekomme. Jetzt tu nicht rum. Großväter gibt's wie Sand am Meer. Da an dem Stehen, der schaut doch ganz nett aus da mit seinem karierten Hämmertler. Schau, aber mein Großvater, das ist ein Unikat. Den gibt's nur einmal. Da brauchst du keine Brillen nicht. Ja, wer wollt denn denn los, Mann? Du wolltest denn doch los, Mann. Sei doch froh, dass du einen nimmt, den Depperten, den Depperten. Hör ja mal, so sprichst du nicht von meinem Großvater. Der bleibt hier im Hof und wenn er 150 Jahre alt wird. Und jetzt schau, dass du dich schleichst von meinem Hof. Solang's noch dein Hof ist. Schleich dich. Ja, was ist denn da los? So, der Schremsens Helmers will ich uns kaufen. Ja, wenn er genug zahlt. Endlich einer, der vernünftig ist. Ja, da bist du aus dem Schneider. Was nicht, das ist... Ja, was das da zahlen will. Ja. 1000 Euro bist du schon wert. 1000 Euro, ich find's zu wenig. Was? Bin ein original fränkischer Großvater. Das ist ein Luxusartikel. Da musst mindestens 5000 Euro hinlegen. 5000 Euro? Ja, spinnst du? Ist viel zu viel. Ja, dann gehst du in den nächsten Supermarkt und kaufst du einen Preisischen für 1,50. Allein meine Nasen ist 8000 Euro wert. Das stimmt, die Länge ist enorm. Ne? Und ich hab noch längeres. Also 10.000 Euro. Also gut, machen wir 10.000. Wenn ich einschlag, sind es 15. Ja, ich spinn's doch mal komplett. 15.000. Ja, hör schon mal, das ist doch viel zu viel. Da geh ich wieder. 15.000, der hat wohl einen Schlag, der alte Zipfel da. Der kommt schon wieder. Na ja. Wenn man sich so recht überlegt, ne?
Ist ja schon so ein Prachtexemplar von Großvater, ne? Also 15.000. Jetzt sind's 20.000. Gerade waren's dann noch 15.000. Ja, soziale Marktwirtschaft. Ich war mit Ludwig Erhard auf der Schule einmal. Lehnst du ab das Angebot, stehst du da wie ein Idiot. Sag da einmal was. Du, ich misch mich da nicht rein. Das ist das Geschäft vom Großvater. Und er hat gesagt, pro Zentimeter ein Tausender. Genau, da zahlst du ganz schön drauf. Also, made in Franconia, was sagst du? Also gut, sagen wir 20.000. Packst du mal gleich ein. Einpacken. In Staniolpapier? In einen Mantel, draußen geht ein kalter Wind. Anzahl hab ich schon. Der Rest kommt, ich zahle in Raten. Ja, dann nimmst du mal meine Unterhosen mit, der Rest kommt in Raten. So, einmal, so und zweimal, dann haben wir das. Ne? Nimm mich hin, ich bin dein. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Steh dich wieder hin. So, jetzt tust du die Schäfe verabschieden. Ich warte draußen in meinem Jaguar auf dich, gell? Adela. Na, was sagst du jetzt? Ich weiß doch gar nicht, wie ich das dem Vincent sagen soll. Ich sag's dir mal noch gar nichts, vielleicht quälst du mir nicht beim Helmessen, dann bin ich heute Abend schon wieder da. Aber Großvater, ich kenne mich nicht mehr aus. Warum zahlt der Helmers 20.000 Euro für dich? Na, jetzt ist doch logisch. Schau mal her. Weil der die mit die. Und dann hat die das. Das weiß ich auch nicht. Egal wie es ist, aber du wirst mir gescheit fehlen. Komm her. Ja. Friedel, mein Freund. Mach's gut. Und ich geh zum Helmers. Da muss man aufpassen. Der Helmers ist nämlich ein großer Gauner. Aber ich bin der Größere. Hat eine schöne Sicht. So. Komm da rein, Großvater. So. Ja, willkommen in deinem neuen Zuhause, ja? Ah, schön hat das beieinander. Gisela, geh mal her, ich habe eine Überraschung für euch. Ja, die wird sie freuen. Ja, oh, Moment mal, ja, fehlt noch was an dir. Na ja, an mir fehlt dir nix, du. Isst du Sellerie frisch vom Acker, bleibst du fit als alter Knacker. Was war das? Ein Geschenk des Himmels. Ja. Gisela! Da bleibt sie wieder. Gisela! Die muss gleich kommen. Gisela, schau, dass du hergehst! Schrei halt nicht so! Ich bin doch da! Ach, Helmut, wie sieht das denn hier wieder aus? Ja, räum's halt weg, dafür bist du da. Ach. Wo hast denn den Kavenzmann her? Bauer sucht Frau. Ich wollte da nicht, ich sag jetzt das charmant, wollte da nicht, ihr wegen einen Schatten wirft, ne? Bei der kannst du drei Schritte auf die Seiten, du bist immer noch im Schatten. So, gleich backen wir feine, feine Haschplätzchen aus dir. Emma? Hallo. Und tschüss. Emma, bleib da. Aber gerne, lieber Vater. Ich habe nicht eine Überraschung für euch. Ja, liebes Weibin, liebes Töchterchen, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Ui, was denn? Ta-ta-ta-ta! Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Oh, mach halt der Weg mit. Ta-ta-ta-ta! Schenkst du uns einen alten Penner? Hallo? Ich schenke euch einen original-fränkischen Großvater. Och, ich will aber lieber einen Hund. Ja. So einen kleinen Flauschigen, den man kraulen kann. Mich kannst du auch kraulen. Ich denk ja nicht dran. Freilich denkst du dran, du wirst ihn kraulen. Ja. Wir werden nämlich dem Großvater jeden Wunsch vor die Augen ablesen. So ist es gut haben hier bei uns. Also hopp, kraul ihn. Hopp, komm, kraul mich. Also der gefällt mir gar nicht. Und wie der riecht, tausch ihn um. Ja, was soll ich denn den Ei tauschen? Gegen einen Dackel. Großväter sind vom Umtausch ausgeschlossen. Ja, hör das. Dann gib den alten senilen Sack zurück. Nicht so laut, du verletzt seine Gefühle. Oh. Helmut, ich will ihn hier nicht haben. Ich aber schon. Helmut, du gibst ihn zurück. Das geht aber nicht. Warum denn? Weil er 20.000 Euro für mich bezahlt hat. Nein, doch! Oh. Was hast du? Spinnst du jetzt total?
Herr Großvater, ist eine Investition in die Zukunft. Hältst du mich für blöde? Nicht antworten, das ist ja Fangfrage. Der Großvater bleibt hier. Ho, ich habe gesprochen. Als ob du hier was zu melden hättest, Häuptling krummer Speer. Emma, jetzt sag doch auch mal was. Der Gammelgreis kann unmöglich hierbleiben. Och, also ich finde ihn eigentlich ganz knuffig. Du quälst mir. Du bist richtig. Im Gegensatz zu der alten Spinorwachtel. Mit dir rede ich überhaupt nicht. Sieh zu, dass du von meinem Hof verschwindest, sonst werde ich rabiat. Oh, da kommt eine Eiseskelle darüber von der Madame Bofrost. Oh. Du huschelst mir richtig. Gib mir mal deine Jacken. Meine Jacken ist. Das ist mein Lieblingsjacken. Doch wurscht. Na los, Helmut, gib ihm deine Jacke. Ja, wenn's das willst, Großvater, sollst du das haben. Sollst du ja gut gehen bei uns. Und wenn's dir zu kalt ist, dann kriegst du eine Jacke, da kannst du schön reinschlupfen, schön nicht mehr frieren. Ne? Ach, ja, für den Hals bräuchte vielleicht nur die Stola oder den Schal. Finger weg und du verschwinde. Weißt du was, Großvater? Du kannst meinen haben. So. Der ist ja viel, viel schöner. So grüne Aufstiegsschal, ne? Erstliga. Wunderbar. Also, ich finde, wir behalten ihn. Komm. Jawohl. Nimm dein Pflänzler mit. Danke. Ich weiß aber schöne Rezepte, du. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Ja, Emma, zeig ihm alles, gell? Alles schön zeigen. Ne? Helmut, sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Was? Der Großvater bleibt hier, Herrschaft. Und du bist vielleicht freundlich zu ihm. Statt dem alten Knacker hättest du schon längst einen neuen Hofhelfer engagieren sollen. Das versprichst du mir jetzt schon seit Monaten. Hab ich doch schon noch nicht gemacht. Ich warne dich. Ja, ja. Ich glaub, die Klöße kochen über. Ja, ja. Helmut. Ja. Dieses Gespräch ist noch nicht beendet. Da schwöre ich dir, Häuptling krummer Speer. Katzen für ihr Dong zerrissen, nicht wollen. Nein! Ist da wer daheim? Ja, sitzt mir nicht da sitzen oder hast du Morden auf die Augen? Bist du der Bauer? Nein, ich bin der Rostknecht. Ah, na, ob man gleich denkt. Sag mal, was du, ob der Bauer Hofhelfer denn braucht? Kann schon sein. Muss schon ein guter Moos sein, der Bauer, wenn sein Rostknecht in der Stumm hockt und Zeitung liest? Ja, ich komm in nicht beklagen. Ne? Mhm. Na, wie es Essen ist, brauche ich nicht fragen, wenn ich deinen dicken Ranzen so anschau. Vorsicht, ja, mein Ranzen steht unter dem Schutz der Presse. Also, ist das kein Ranznetz, das ist ein Feinkostgewölbe. Oh, bin ich scheinbar nicht der Einzige hier. So mit Schlafen? Ja, nicht schlecht. Ich schlafe bei der Bäuerin. Was? Ja, nicht gern, aber ich muss. Wieso musst du? Weil ich der Bauer bin. Und schütz! Hey, bleib da fest, mein Mister. Fester Brocken. Hey, ich arbeite mehr, als ich verzehr, gell? Und ich kenn mich aus. Im Stall, am Feld und im Haus. Da, da. Bündenrednerin bist du noch. Sehr gut. Was Zeugnisse? Freilich. Oh, von hinten fest wäre noch besser. Hey, sag mal. Ja, also. Bauchbeine, Po. Das kann man lang machen. Hopp, ja, das gefällt ihr. Nicht bockig sein, gell? Nur weiter. Na komm. Sag, ist es gut. Das geht bei mir fein nicht, gell? Keine Angst, ich bin wie ein Hund. Ja. Wedel mit dem Schwanz, ja. Aber ich bin treu. Ludel hast du. Ja. Ludel mit Doppel. Ja. Wie im Parallelbilden. Ja, dann will ich es mal probieren, 2 Wochen mit dir. Oh, trifft sich gut. Ich probier's auch mal gerne 2 Wochen mit dem Bauern. Hm. Aber wenn's die Spur ist, hau ich raus nach 14 noch. Und wenn du nix taugst, geh ich schon nach 8. Und wo ist die Küche? Da, wo es verbrennt riecht. Ah, also, see you later, Alligator. Psst. Was? Taschen. Ach so, deine Taschen. Moment mal! Ja,
Dann schaust du das halt mal an, dei Emma. Mei Emma. Ah, das wird sie doch sein. Ob die wohl immer noch so eine Gewitterhexe ist wie im Kindergarten? Hm? Na ja, gut. Schlecht ausschauen tut sie auch nimmer, ne? Oh, Einbrecher! Machen Sie keine Dummheiten, legen Sie den Schaltknöpfel weg! Denkt nicht dran! Oh, bitte tun Sie mir nichts! Moment mal. Was machst du denn da mit dem Foto von meiner Stieftochter, ha? Das war runtergefallen und ich wollte es wieder da hinstellen. Ach so, dann bist du wohl der neue Hofhelfer. Ich? Ja. Jo, ich bin der neue Hofhelfer. Name? Ich bin der Vinzenz. Das gefällt mir nicht. Ab heute heißt du Steffel. Lass dich doch mal ansehen. Viel dran ist ja nicht an dir. Ach, egal. Hauptsache, es ist jemand da, der ordentlich anpackt. Obwohl du mir ganz schön schwächlich aussiehst. Oh, dafür habe ich aber innere Werte. Die werde ich mir dann bei Gelegenheit mal ansehen. Deine inneren Werte. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Steffel. Der Steffel? Und was macht der Steffel in meiner Stumm? Es ist so eine große, furchteinflößende, leicht übergriffige Dame hat mich eben angestellt, dass ich ordentlich bei ihr anpacke. Dame, hier, haben wir nicht. War bestimmt meine Alte. Oh. Was machst du mit dem Bild von meiner Tochter? Also lass mal einen Kopf schlagen, gell? Meine Tochter ist nichts für solche dahergelaufenen Habenichtse wie dich, gell? Haben wir uns? Ich hoffe, wir haben uns. Jetzt, was willst du? Nimmst du meine Alte. So, morgen zeige ich dir mal, wie die Weltmaschine funktioniert, ne? Jo. Ja, los, schleicht die. Jo. Ja, ein kleiner Blitzmerker, hä? Hey, wo Tischdecken? Die Tischdecken sind im Schrank oben links. Ohne mich wäre mein Frau total aufgeschmissen, ne? Handy. Ach, so. Nein. Schrems? Ja, servus, Bruno, grüß dich. Ja, den Großvater, den hab ich, ja. Wie viel? 15 Millionen. Ja, ja, keine Angst, ich kümmere mich um den alten Frali Bruno. Ja. Oh, du musst Schluss machen. Ja, ade. Wer ist denn der Bruno? Das war nur falsch verbunden. Ja? Hast du dich umgeschaut? Wie gefällt's denn auf meinem Hof? Ja, sauber ist alles beieinander. Haufen Schlepper hast du und einen Mähdrescher hast du. Das ist ja Wahnsinn. Ah, aber nur besser gefällt es mir, wenn ich auch so ein Ding da drin will. Machst du nicht? Ja, kein Problem. Schau, da ist was Schönes für dich da. Also, nix für Kinder. Schon was für Erwachsene. Ja, los. Ja, also, wenn ich auf dem Boden da. Ablegen. Nicht anlangen, manchmal graus war gar nichts. Heuer? Hab ich nicht. Hab ich nicht, dann Hulstanz, hopp. Hulstanz, hopp. Der lässt dann rumspringen da. Hulstanz, hopp. Das gibt's ja nicht, der macht alles, was ich will. Das ist ja toll. Betsy ganz stinkt wie die Elfi. Da musst du aufpassen, du. Opa, der muss wachsam sein, sonst legt der Helm es dich herein. Ach, da bist ja Opa. Ich wollte schnell aufräumen und den Tisch decken. Was? Wie hilft das? Das ist gar nicht notwendig. Freilich ist notwendig. Sind wir Familie? Das müssen wir zusammenhalten. Na gut. So, lala. Sauber, Schmadler, bist du. Danke. Aula. Ups, geht's oder soll ich helfen? Ja, gut. Brauchen wir nur, wenn ich schon mal unten bin? Nein, danke. Ui, ui. Aula. Da vorne in der Schublade.
Na, ich wäre gleich im Schmadler. Da werden die Jungs lange stehen bei dir, oder? Pass schon. Also neugierig bist du gerade gar nicht, oder? Musst du aufpassen auf dich, ich bin jetzt dein Opa. Der, dass du Hallo-Träger herkommt, oder nur schlimmer, Annenberger. Momentan hab ich keinen. Aber der Papa und die Gisela wollen mich mit dem Nasenbohr Winnie aus meiner Kindergartenzeit verkuppeln. Der ist wahrscheinlich seine Popel heute noch. Ja, wenn den dein Vater bringt, hat er bestimmt Geld, dein Nasenbohr Winnie. Das ist nicht mein Nasenbohr Winnie. Ich sag immer, wegen dem Geld tut man nicht heiraten. Wegen dem Geld lässt man sich jetzt entscheiden, ne? So find's da an. Ja. Irgendwann kommt der Richtige, dann macht dein Häcksler bum, 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 bum und du glaubst, dass Obertier eine Kuhherde Schubladeln tut. Den, bei dem mir das passiert, den heirate ich vom Fleck weg, sogar wenn er aus Nürnberg wäre. Kannst du dich doch nicht versündigen. War doch nur ein Spaß. Wenn's dann den Richtigen hast, machst du ein Bobberland nach dem anderen. Wenn's dann einen Haufen Kinder hast, komm ich und helfe dir beim Baden. Kennst du dich denn damit aus? Na freilich, wenn das Kind rot ist, ist das Wasser heiß und wenn das Kind blau ist, so kalt. Du, ich glaube, ich bad mir meine Kinder doch lieber selber. Weißt du was? Ruh dich doch da drüben im Sessel bis zum Essen noch ein bisschen aus. Hm, ja. Großvater, war doch sicher ein anstrengender Tag für dich, oder? Na, no, war nicht so schlimm. Geht's? Ja, gut. Ja. Dann hol ich schnell den Rest. Schau, wenn ich fertig bin. Du, da rauche ich ein Leben lang keine einzige Zigarette. Und wegen dem blöden Stück muss man jeden Abend so Zigarren einpfeifen. Aber komische Fernbedienung, du, hier nicht einmal Knöpfe. Schau mal, was kommt. Bist du der Markus Lanz? Wer bist denn du? Der Robert. Der Robert, das ist ja. Aber wo ist denn die Blonde? Fernsehen kommt der Robert dran. Aber Großvater, wir haben im Wohnzimmer doch gar keinen Fernseher. Wo ist denn das? Das ist unsere Fototapete. So alte Fototapeten. Hat die Gisela ausgesucht. Schau dir nicht Fernsehen. Nein, Opa, wir streamen. Streamen? Ja, ich zeig dir nachher gern, wie das geht. Das brauchst du mir nicht zeigen. Nach dem Krieg hab ich schon gestreamt, du. Mit der Hildegard und mit der Veronika, mit der Marlene, mit der Ilse. Die hab ich auf und nieder gestreamt, du. Das war wahre Pracht. Ja, gut, dann kannst du gerne mein Tablet benutzen, Opa. Ja, das ist ja schön. Das Tablet benutzen? Ja, ich hab Bildstörung. Was machst du da? Das ist die Maulwurfwiese von der Sendung mit der Maus. Großvater, bring doch das Tablett zu Gisela in die Küche, ja? Da hängt sogar ein Fernseher. Oh, ja. Gisela, hier kommt der Opa. Wir schauen mal Fernsehen. Oh, la, la, la. Boah, wow. Suchst du was bei uns? Ich glaube, ich habe schon gefunden. Ich bin der neue Knecht. So. Jo. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht, dass wir einen neuen Knecht haben. Jo. Und? Hast du auch einen Namen? Jo. Ja, und magst du mir den vielleicht auch verraten? Jo. Also, ich finde, du siehst aus wie ein Xaver. Ja, Xaver? Ach, so ein schöner Name. Oh, gefällt er dir? Jo. Jo, dann bleib mal dabei, was? Was schaust mich denn jetzt so an? Ach, irgendwie kommt's mir so vor, als würde ich dich schon ewig kennen. Oh, nee, das kann gar nicht sein, weil ich kenne dich ja auch nicht. Also ich hab dich ja auch ist ja auch egal, Xaver.
Aber was glaubst du denn, wie ich heiße? Hm? Ja. E M M A und habe ich's erraten? Wo ist denn das blöde Handy, Herrschaftszeiten? Ja, was macht denn jetzt mal Reuter? Aber ich. Ist langweilig und er sucht Arbeit. Was? Nein! Jo. Albert, am Sundoch. Jo. Aber wenn's warst, dann gehst du raus und tust Holz hacken. Und was ist mit dir, Emma? Wolltest du deiner Mutter nicht beim Essenverbrenner helfen? Und außerdem wolltest du doch heute ins Kino gehen, oder? Nein, heute wollte ich nicht ins Kino. Heute bleib ich daheim. Ja, sag mal, was haben sie denn dir halt früh in dein Kahn eingerührt? Nein, ich freue mich so, dass ich Holz machen darf. Jetzt reicht's. Was ist denn los? Stell dir vor, ich stehe nichtsahnend in der Küche am Herd, rühre die Soße um. Da schleicht sich der Großvater von hinten an und greift mir an die Brüste. Ja, wenn er sich die Hände desinfiziert hat. Ja, lass ihn halt, oder es ist ein alter Mo. Der weiß ja gar nicht mehr, was er damit auffangen soll. Ich soll ihn lassen. Mein Gott, wir Frauen sind wirklich arm dran. Ich wollte, ich wäre als Mann geboren worden. Ja, bist du eh. Was sagst du? Also ich wollte sagen, ich weiß also ganz genau, was du hast sagen wollen. Entscheide dich, der Alte oder ich? Der Alte oder die Alte, das ist hier die Frage. Er oder ich? Ich brauch den alten Zauderer für ein großes Geschäft. Er oder ich? Oh, da geht's ganz schön zur Sache. Kommt die mal hin. Ich war auch letztens im Wirtschaftsausschuss, ne? Da war der Lohmüller da und der Bruno war da. Und der Bruno, der hat mir nämlich erzählt, dass nämlich die Deutsche Bahn den S-Bahn-Schwenk zwischen Fürth und Eltersdorf jetzt doch bauen will. Mit hat einer geänderten Streckenführung. Aber was hat das denn mit dem Lustkreis zu tun, den du da angeschleppt hast? Mein Gott. Der Bruno ist doch bei der Bahn für die Grundstückseinkäufe zuständig. Aha. Ja, und da hat er im Grundbuch entdeckt, dass es ein Grundstück gibt, das 6 Kilometer lang, ja, aber nur 20 Meter breit ist. Also das wäre ideal für die Deutsche Bahn. Die täte sogar 15 Millionen dafür ausgeben. Und jetzt rat mal, wem das Grundstück hat. Das ist mir doch wurscht. Unserem neuen Großvater. Nein! Und wenn wir es geschickt anstellen, dann gehört das Grundstück bald uns. Und darum werden wir dem Großvater jeden Wunsch von den Augen ablesen, alles machen, was er will. Ich verstehe. Du willst, dass er sein Testament zu unseren Gunsten ändert. Da liegt der Haas begraben. Na, weil den Großvater hier bescheißen wird, als den Kopf abreißen. Ach, Schatzi, warum hast du mir denn das nicht gleich erzählt? Weil du die größte Ratschnaft der Welt bist. Das ist ja gar nicht wahr. Freilich, Gisela, wir müssen jetzt an einem Strang ziehen. Und wenn der Großvater wieder an deine Möpse will, also an deine Honey und deine Nanny, dann lass ich ihn touchen. Wo gehst du denn hin? Ich nirgends, aber Honey und Nanny kümmern sich jetzt um unsere Millionen. Gisela, mit den Melonen ins Glück. So, wo ist denn jetzt das alte Drumherrschaftszeichen? Suchst du, Frau? Nein, mein iPhone. Schaut dir das aus? Ja, wie eine Fernbedienung, nur ohne Knopf. Hast du es gesehen? Na, hab ich nicht gesehen. Nur sag mal, was war das vorhin in der Küche mit meiner Frau? Ich wollte dir ein wenig beim Knödeltragen helfen. Was willst denn du von meiner Alten? Nix. Du, aber die lässt sich so schärgen. Ich weiß nicht gut, ob ich zu sprechen sein, aber zu Donnerwetter geben. Na, jetzt täusch dich aber. Meine Frau kann auch sehr liebenswürdig und nett sein. Ja. Hab ich gehört. Du, sag mal, sind die ihre Dinger echt? Ach, Schmarrn.
Der hat sie sich vor 2 Jahren aufspritzen lassen mit Silikon. Ich hab es doch gedacht, es fühlt sich an wie beim Bart verfugen. Ihr neuester Splin, jetzt möchte sie sich Fett vom Hintern absaugen lassen. Das wird dann recycelt und vorne in die Lippen reingespritzt. Sag, Schmarri, das, was hinten nicht sehen willst, haust doch nicht vorne ins Gesicht rein. Du, wenn's gut gemacht ist, fällt es gar nicht auf. Fällt spätestens dann auf, wenn's der Stadt an Labello Hämorrhoidensalben drauf ist. Großvater! Wenn man von Hämorrhoidensalben spricht, dann brennt's. Großvater, da bist du ja. Du hast bestimmt schon einen riesen Hunger, was? Also, wenn man ihn hier lang merkt, weiß gar nicht. Meire. Gefallen sie dir? Ja, bombös. Na komm, lang zu. Na, ich hab Gicht, das geht nicht. Ach, Großvater, es wird dir schon gut bei uns gefallen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ade, bleib schön. Was war denn die Nummer, hä? Das war Sahnitz. Auf den Schrecken braucht man Schnaps. Was für ein Schreck? Ja, nicht so. Bring mal Schnipsel an mir zwei. Siehst du, zum Dennis könnt ihr mal wieder gehen. Ja. So. Prost. Prost. Danke. Ach Gott, ein leeres Glas brauchst du mir doch nicht geben, Herrschaftszeiten. Und jetzt ziehst du meine Schuhe aus. Was soll ich machen? Soll ich dir meine Schuhe ausziehen? Warum soll ich dir deine Schuhe ausziehen? Weil ich nicht mehr runterkomme. Ja, und ich komme nicht mehr rauf, wenn ich mal unten bin. Wasch, ab. Wasch, das. Oh. Hilf mir wen. Ah, nicht auf dem Tisch, wir wollen doch gleich essen da. Ja, ich will meine Füße kratzen. Was soll ich machen? Meine Füße kratzen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Oh, der sich nicht wohl fühlt, was soll ich? Fester, das kitzelt ja bloß. Ich kann auch anders. Ich kann auch anders, ja. Ja, auf der Füße. Teufel, bring erst mal deine Schuhe aus, die muss ich ja lüften. Voll Teufel, stinken die. Und die haben da auf dem Geld zahlt, dass sie in der ersten Reihe hocken. Riecht der Bauer-Oberst sehen, duft, muss er an die frische Luft tun. Ich hab sie rettiert, dass ich meine Wiese nicht waschen hab. Da bist du, Opapa. Ich muss dir was erzählen, aber du darfst es nicht weiter sagen. Ich bin verschwiegen wie die Gustavstraße nach 22 Uhr. Die Kühlschuhplatte. Da braucht man einen Viechdoktor. Nein, er ist da. Wer? Unser neuer Knecht. Aber Knecht ist doch nichts für die Tochter vom Bauern. Ja, aber weißt du, wie er so vor mir gestanden hat, da hab ich gewusst, der gehört zu mir. Ach, und alles andere ist doch eigentlich wurscht, oder? Ja, schon eigentlich. Wo ist denn dein Examen? Draußen, Holz machen tut er. Am Sonntag? Rutsch mir doch mal rein. Oh, Großvater, ich hab dich lieb. Darf ich dir einen Bussi geben? Ja, freilich. Schau her. Alter Schlawiner! Sonst komm ich doch zu nichts mehr. Xaver? Xaver! Ich bin so gespannt, was du von ihm hältst. Du hast ja schöne Stimme, hast du. Danke. Ja, kannst du bei der Feuerwehr die Sirene machen. Da bin ich. Was gibt's? Du bist der Xaver. Ja, aber nur vorübergehend. Ich wollte mir doch mal die Emma ganz unverbindlich anschauen. Als Knecht. Jo. Das hast du gut gemacht. Jo, ich bin ja auch dein Enkel, was? Aber was machst du hier? Du, jetzt kommt der dümmste Satz vom ganzen Stück. Kauft der Bauer einen Großvater, dann ist's Boulevardtheater. Ja, ich geh da mal wieder an meine Arbeit. Wir zwei kennen uns nicht. Du Großvater, wenn ich die Emma krieg, dann nimmst du mich zu euch. Oh. Ja, aber nur, wenn du nicht mehr so viel Blödsinn machst. Hm? Hey,
Wenn ich älter wäre, wäre ich auch ruhig. Ja. Essen! Oh, der Diener schlägt aufs Töpfchen und macht 3, 4 Tröpfchen. So. Ach, der Wein fehlt ja auch noch. Moment. Papa! Ja? Es gibt Essen. Was gibt's denn Leckeres? Irgendwas Undefinierbares. So, bitte. Helmut, hast du ein Problem? Nein, du sagst es einfach, was es ist, und wir werden es als solches essen. Genau so machen wir es. Tja, ich war die Wohltat. Ach, du bist wieder da. Hast du runtergespült und dir die Hände gewaschen? Du nicht gespült schon, aber Hände gewaschen habe ich nicht. Warum nicht? Ich gehe doch nur ein paar Mal. Komm bloß von der Hinterplatz. Nein, unbeschut gehe ich nicht zu dich. Unbeschut. Ah, warte mal, wir haben da noch die alten Schlapfen meiner Frau. Nimmst du mal die? Moment mal. Was denn, Gisela? Nichts. Die stehen dir ganz ausgezeichnet. Wenn sie einer tragen kann, dann du. Opa. Ja. Heute habe ich leider kein Foto für dich, Gisela. Früher wollte ich immer so gern mal daran teilnehmen, an Germany's Next Topmodel. Wo bist du gelandet? Beim Planeten Affen. Emma! So, liebe Familie, wir sitzen hier am Fräulein Mahlen und gemeinsam mit miteinander zu essen, zu reden und zu trinken. Gemeinsam werden wir auf jeden Fall was essen. Das ist Zeit, immer nein, es ist ein Zwerg, oder trinken wir halt bloß. Auf den Großvater. Epipora. Zum Wohl. Mm. Großvater, du weißt ja gar nicht, wie glücklich du meinen Helmut und mich machst. Und deshalb haben wir auch eine kleine Überraschung für dich. Geschenk. Kuhglocke. Ich habe immer schon immer gewünscht. Ja, immer wenn du was brauchst, tust du einfach läuten und dann kommen meine Frau oder ich und dann helfen wir da weiter, ne? Großvater, möchtest du nicht auch ein paar Worte sagen? Ja. Sonntag, Grün, Linde, Stadion. Guten Appetit. Andere Worte? Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Was ist denn Essen? Ach so, Kakao. Ja. Was ist denn? Ja, Fühlen, ich bin zu schwach. Fühlen. So. Ja, so. Noch ein Löffel. Was denn? Was deine Fresse? Wie schade, ich dachte, du hattest so einen Hunger. Ja, nicht für den Hund. Aber. Magst du vielleicht ein Stück Kuchen, Großvater? Ja. Schau mal, den habe ich selbst gebacken. Ach, ein kleines Stück. Oh nein, muss das sein? Du bringst es raus zu deinem Zauber und sagst einen schönen Gruß von mir. Wirklich? Oh, danke, Großvater. Ja, wer ist jetzt der Xaver? Der Knecht. Und wen da als Stiefel? Gestern hat er noch ganz anders geheißen. Sag mal, ist es wirklich notwendig, dass der Knecht so ein riesiges Stück vom Kuchen kriegt? Ja, du bist doch hart, als ich an mir erscheinen drücke. Wie redest du denn mit mir? Oh, ist der Geschick. Wie redet der denn mit mir? Ja, diese. Nur wenn ich am Bereich wäre. La 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 la. Okay. Jetzt bist du dran. Gisela, bei Bäuerchen bist du dran. In Ordnung. Damit kennst du dich aus. Sonst kommt Material. Ja, komm her. Die glauben, sie werden mit dem Großvater reicher. Die werden schauen, die Erbschleicher. Thank you.
Großvater. Ja, was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Kenn dich auch nicht bei dem Lärm. Deine Frau schon. Hör auf mit dem Gefimmel, dann werden wir erlarrig. Lass mich doch hier, gib mir Ruhe. Aber ich brauche wieder Musik, dass ich einschlafen kann. Daheim haben sie mir gute Nachtlieder gesungen für mich. Sing halt auch ein wenig. Gisela, sing, Nachtigall, sing. Lalelu, nur der Mann im Mond. Doch krieg ich hier Angst. Schau zu, wie die kleinen Opas schlafen. Drum schlaf auch du. Lalelu, nur der Mann im Mond. Jetzt hab ich das. Gut, ich hol dir ein Wasser aus der Küche. Ja, komm, Wasser, bist verrückt, ein Enzian. Was, um 3 Uhr in der Früh? Na freilich, wenn ich Appetitlosigkeit hab, dann trinke ich ein Bier. Wenn ich Bluthochdruck hab, trinke ich einen Rotwein. Wenn ich Gicht hab, trinke ich einen Gin. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann Enzian. Ja, und wann trinkst du dann noch Wasser? So schlimm war es Gott sei Dank noch nicht. Gisela! Was denn? Jetzt bring einen Schnaps hier, alter Schnarchzapfen. Ach, bitteschön. Danke dir. Danke, Madame Butterfly. Ah, ihr seid so gut zu mir. Ich werde mal an euch denken, bevor ich meinen Holzpyjama anziehe. Was machst du? Bevor ich da die Wackerle die Würmer anschaue. Was für Würmer? Ja, wenn ich die Radiesle von unten zupf. Radiesle von unten? Was meint der? Sei nicht so unsensibel, wenn er gefreckt ist. Wenn er verwest, wenn er gestorben ist. Aber sag doch sowas nicht, Großvater, da muss ich ja gleich weinen. Doch bin ich ja da. Aber dein Weibi weint nicht um mich, ne? Gisela, wein. Ja, gern, Silvana. Du sollst weinen. Ach so, oh, diese Schmerzen. Wenn ich daran denke, dass du vielleicht doch mal im Holzpyjama dann die Würmer und die Radieschen pflückst. Mir werd ich nie vergessen. Dafür werde ich schon sorgen. Ja. Naja, ich wollte ja mal bedenken, wenn ich mein Testament schreibe. Oh, eine klitzekleine Kleinigkeit, die würde uns ja schon reichen. Ja, Kleinigkeit, zum Beispiel meine Hose. Ja. Deine Hose. Ja. Von den Babys hebt man die ersten Schuhe auf und von Opa die letzte Hose. Im Namen der Hose. Ach, wir werden sie auch in Ehren halten. Ja, naja, wisst ihr was? Ihr sollt ja mal alles bekommen, was ich hab. Wir kriegen alles? Das ist doch nicht nötig. Ja, doch, das ist schon nötig. Aber weißt du, Großvater, wäre es nicht besser, wenn du uns vielleicht jetzt schon eine Schenkung machen würdest, anstatt uns dann alles erst nach deinem Tod zu vererben? Das ist ja gar nicht so dumm. Mit warmen Händen geben, ne? Dann seht ihr noch bei Lebzeiten, wie ihr euch über meine Hinterlassenschaften freut. Genau. Ja, und gleich morgen geht's zum Notar in der Früh und überschreibe euch alles. Danke. Gute Nacht, Großvater Bussi. Ja, gute Nacht, Großvater Bussi. Yes. Ja. Gott sei Dank bin ich geimpft. Das war der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Jetzt muss ich dem Bahnbruno Briefler schreiben in einer Brieftaube. Wo kommst denn du her? Ich hab die Hühner gefüttert. Die Hühner gefüttert hast du. Das ist ja. Da kommt das Huhn. Ja, wo kommst denn du her? Ich hab die Hühner gefüttert. Mit einem Hemd, oder was?
Wenn es im Hühnerstall so richtig flattert, der Hahn wohl seine Henne knattert. Bist du Ochse auf den Hahn? Ist wahrscheinlich Rinderwahn. Aber Großvater, lass dir doch erklären. Du brauchst mir nichts erklären. Du, als ich in deinem Alter war, habe ich im Umkreis von 30 Kilometern jeden Hühnerstall, jeden Heuboden gekannt. Wenn es so weitermacht, dann bin ich morgen schon Urgroßvater. Kann passieren. Hey, Emma, geh mal her. Habt ihr Brieftaube da? Oh, Brieftaube haben wir nicht. Oder vielleicht eine intelligente Henne? Leider auch nicht. Ja, ich kenne mich mit dem Gaggerlas-Phone nicht aus. Da. Das ist das Problem. Ach, ne? Mit dem iPhone? Ja, ja. Ja, zuerst musst du einen Code eingeben. Ja, voll teufel. Ja, Code eingeben und dann wischen. Ach so, die natürliche Reihenfolge quasi. Dann hol dir mal ein paar Jumpers. Nein! Großvater, wir meinen doch den geheimen sechsstelligen Zahlencode. Oh je, da hat sich der Papa sicher was ganz Komplexes ausgedacht. Ja, der ist nicht so gescheit, ey Vater. Probier doch mal 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ha, entsperrt. Ja, und wen willst du jetzt anrufen? Den Bahnbruno. Gut, dann sprichst du jetzt hier hinein und sagst, hey Siri. Dann meldet sich eine Dame. Die ruft für dich den Bahnbruno an und kümmert sich um alles, was du willst. Alles, was ich will. Das ist ja toll. Ja? Ja, wunderbar. Nee, da unten reinsprechen. Reinsprechen? Ja. Hallo, Siri? Hallo, sexy. Oh, die findet mich sexy. Was kann ich für dich tun? Das kann ich dir nicht sagen, da sind Kinder im Raum. Suche online, wie man Kinder macht. Das mach ich doch. Geh doch mal hier ins Bett, wenn sich Erwachsene unterhalten. Aber Großvater, dann lass ihm doch den Spaß. Komm, ich glaub, die Hühner haben noch Hunger. Ja. Das ist ja eine tolle Erfindung, du. Also, Wirtskassen, gnädige Frau. Hallo, Sirene, die. Ein Glück, nur Fehlalarm. Das ist, was ist passiert? Ja, die meldet sich die Sirene, wenn die Temperatur fällt, damit die Kartoffeln nicht kaputt gehen. Geh wieder ins Bett, träum schön von Kartoffeln. Das warst doch jetzt bestimmt du. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Das gefällt mir, du bist ja Frau mit Humor. Humor ist mein zweiter Vorname. Das war eine geile Lache. Hopp, einmal holen wir noch raus, hä? Ist gut sexy. Ja, was ist denn? Was machst du jetzt? Ich schlafe jetzt im Technikraum. Da sehe ich zwar bloß Kartoffeln, aber die sind schöner als meine Frau. Das ist toll. Hast du es mitgekriegt? Der schläft im Kartoffellager. Alte Bauernregel. Die dicksten Bauern haben die dümmsten Kartoffeln. Genau. Jetzt rufst du mal den Bahnbruno an. Rufe Bahnbruno. Ach, du bist die einzige Frau, die alles macht, was ich will. Das denkst auch nur du. Ich habe ja erledigt beim Notar. Dann gebe ich jetzt das Gaggerlas-Phone zurück. Und dann schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Das kann ja bloß noch lustig werden, so die ganze Woche. So, Bauer, da bin ich. Oh, das Nilpferd. Oh Gott. Guten Tag, oder auch Lamin. Der Nasenbär. Ja, dachte ich, wäre der schöner Tag. Dankeschön gleichfalls. Ja, was machst denn du da? Ich arbeite seit gestern da. Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, ich habe Halluzinationen. Und warum bist du da und nicht daheim, hä? Weil ich ohne dich nicht leben kann. Und warum wirklich? Weil ich von daheim den Helm mit in seine Suppen einspotzen kann. Der ist ja gemeingefährlich, der und seine Alte.
gut geschlafen? Gar nicht. Sag mal, Großvater, der Xaver schaut aber unseren Vinzenz zum Verwechseln ähnlich. Elfi, da haben bin ich der Vinzenz, aber hier bin ich Xaver der Knecht. Warum? Um das zu kapieren, fehlt dir das, was ein Mann hat. Dafür muss ich nicht dauernd mit dem, was mir fehlt, denken. Elfi, bitte verrat mich nicht, ja? Ich hab's eh nicht verstanden. Lang wird die Komödie sowieso nicht mehr dauern. Na, wie war die Nacht? Oh, ich bin Feuer und Flamme. Abo, eine Nacht Feuer und Flamme, 40 Jahre Asche. Da klatscht die Erfahrung. Aber du Großvater, sie fliegt da hoffentlich. Ja? Ja, weil den Kaffee, den sie mir heute Morgen gebracht hat, der war so süß, da hat sie mir sämtliche Blumen rausgezogen. Und? Dann hat sie mir einen neuen gemacht und der war versalzen. Und hast du getrunken? Jo. Das muss Liebe sein. Ach, ja. Jetzt muss ich nur noch beichten, dass ich eigentlich Vinzenz heiße. Oder weißt du was? Ich lass mich einfach umtaufen. Na, ihr gefällt doch Xaver so gut. Ich mag's nicht. Jetzt weiß ich wieder, woher ich dich kenn. Du bist doch der Nasenbohr, Winnie. Ja und? Du bist die Käsefüß Emma. Dass du dich bei uns als Knecht ausgibst und mich in dich verliebt machst, das hat dir doch mein Vater aufgetragen. Und ich, dumme Kuh, bin auch noch drauf reingefallen. Nein, Emma, warte doch, das war nur ein Missverständnis. Ich hab dich doch lieb. Ich dich doch auch. Na komm, jetzt gebt euch ein Bussi, ich schau auch weg. Ach, Emma. Vinzenz. Einmal mitmachen, einmal mitmachen. Emma. Vinzenz. Die nachfolgenden Sendungen beginnen 5 Minuten später. Emma! Vinzenz! Lauter, ich höre nichts! Emma! Vinzenz! Hallo, was soll denn das? Sie aushören, dass ich den Hof liegen. So ein Ort, Mutter. Ja, Emma! Papa! Helmes! Steffel! Opa! Robert! Schon wenn aufpassen, gell? Hey, warum hast du einen Schlafanzug an? Ich bin ja gerade erst aufgestanden. Emma, was machst denn du da? Hier mache ich gar nichts. Aber ich muss ja noch auf den Heuboden zum Heu holen. Was musst du? Ich muss auf den Heuboden zum Heu holen. Sie muss auf den Heuboden zum Heu holen. Hallo! Ich gehe auf die Heubodentreppe und pass auf, dass keiner aufgeht. Ja. Hallo, das gibt's doch nicht. Wir haben ja gar keinen Heuboden. Wer kommt denn jetzt, hallo, ja? Morgen, Helmers. Na, Friedel, was bist denn jetzt du da? Du, mich druckt das schlechte Gewissen. Ich möchte ja gern einen Großvater wieder haben. Ich sag dir, wie es ist. Ohne den Opa ist für mich einfach kein Leben nett. Ja, uns geht's denn anders. Wir haben den alten Mann so ins Herz geschlossen. Meine Frau wird vor Gram vergehen, wenn der nimmer wäre. Gibst mein Opa nimmer wieder her? Ja, kriegst nicht. Nimm halt den, der ist immer noch da. Schau, das ist... der ist sogar älter geworden in der Zeit, wo er da rumhockt. Ich möchte schon gern meinen eigenen wieder haben. Du, ich gebe dir die 20.000 Euro zurück und ich leg sogar noch ein mittelgroßes Ferkel obendrauf. Ein mittelgroßes Ferkel? Ja. Ist was du wert bist, ne? Jetzt da. Gut, dann muss ich jetzt gerichtliche Schritte gegen dich einleiten. Groß. Großväter sind keine eingetragene Handelsware, das hab ich gegoogelt. Dafür gibt's 3 Monate Knast, mindestens. Für dich auch, Böschler, für dich auch. Für ein Grundstück, was mehrere Millionen wert ist, da bleib ich auch gern 6 Monate im Knast hocken. Daher weht also der Wind. Du bist doch selber vom Winde verweht, du Scarlett O'Hara.
Wollt's den Vincent zu mir die Erbschaft streitig machen, aber nicht mit mir. Ach, das ist ja Gott, das ist ja Gott. Nein. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass der Großvater so ein wertvolles Grundstück hat, ne? Ach, das hast du gar nicht gewusst. Dann war das nur reiner Zufall, dass du gewollt hast, dass die Emma den Vincent heiratet. Und wie das nicht geklappt hat, war das auch nur reiner Zufall, dass du mir dann den Großvater abgluckst hast. Das musst du mir schon mal beweisen, ja? Den Großvater hab ich gekauft, der Großvater gehört mir. Und der Großvater bleibt da, der Einzige, der rausgeht, das bist du. Verschwind! Zigarettenbäschler Winditz. Ist der Knecht mit der Magd im Stroh, schreit der Ochs, je Bono schon. Wir haben auch eine Türe, gell? Wollt du entkommen, der Walküre? Großvater! Zu spät. Guten Morgen, lieber Großvater. Wir sind ja heute noch gar nicht zum Reden gekommen. Sag, warst du eigentlich schon beim Notar? Sonst könnte ich dich nachher gerne in die Stadt fahren. Ich könnte dir auch fahren, Herr Jaauer. Meine Herren, alles schon erledigt. Kommen Sie mal her. Hier habe ich die Schenkungsurkunde. Schön. Dass ich das noch erleben darf. Wir sind gesegnet mit einem großzügigen Großvater. Möge er recht lange leben. Oder auch nicht. Schick dir mal in das Skarellerspon. Pass auf, du! Die brühe das aus. Da ist ja. Ich such schon die ganze Zeit. Ach, der Bahnbruno hat mein Mehl geschickt. Was ist denn los, Schatz? 405 oder 550 Mehl? Ein E-Mail, Mensch. Das sprichst du falsch aus. Es heißt E-Mail wie der Topf. Hei doch, dein Goschen. Wie redest du denn mit ihm? Ach, du Scheiße, wir sind in der Bretagne. Ach, Frankreich. Du brauchst so eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen deinem Hirn und deinem Mundwerk. Helmut, was ist denn los? Das war's ja, schau mal. Doch mal her. Die Bahn hat das Grundstück vom. Die hat die 15 Millionen anderweitig investiert. Die ganze Mühe für die Katz. Oh ja. Oh. Habt ihr wohl schlechte Nachrichten? Habt ihr wohl schlechte Nachrichten? Und dir scheißegal sein, was wir haben. Trink mal Schnäpsler drauf, komm. Na, da trinken wir jetzt kein Schnäpsler drauf. Und du schon gar nicht, wenn's dann Schnaps willst. Kaufst du das selber an? Und ab heute schläfst du im Zimmer vom Knecht auf der harten Bank. Sehr gute Idee, kannst gleich dann Krempel backen und rübergehen. Aber ich hab schon im Kreuz auf dem Bett, wenn ich schlafe. In der Kiste liegst du mal nicht weicher drin. Dann bist du wenigstens schon mal dran gewöhnt. Aber ich dachte, wir sind eine Familie. Das hätt's wohl gerne. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das, wenn man dann schon noch sehen ist. Raus aus meinem Sturm und rüber ins Gesindehaus, wo du kriegst. Alter Dackel, Alter. Der alte Dackel, weil er mal in der Eckner scheißen. Helmut, was machen wir denn jetzt? Das ist Eck sauber. Das kann der neue Knecht machen. Also. Und hier wird er mal gelüftet. Gute Idee. Und setzt sich der arme Leute-Gruch hier noch fest. Siehst doch Goldei, dass sie diesen alten Dackel durchfüttern mein Leben lang. Oh, du willst, dass wir ihn aus dem Weg räumen? Du, ich hab da noch etwas Arsen in der Küche. Wieso hast du Arsen? Ah, Friedel, servus, ja? Ja, ich bin's. Der Helmut! Ah, jetzt hast du gehört, wer dran ist, ja. Ja, das war meine Frau. Die Gisela! Jetzt schrei halt nicht so rum, Herrschaft, Zeitennummer. Ein Organ hast du. Du brauchst da kein Handy, ne? Du brauchst das Fenster aufmachen und ausschreien. Du Friedel, also es ist uns was sehr nachgegangen, dass du behauptest, wir würden den Opa nur wollen wegen der Erbschaft. Nein, dem ist nicht so. Das kann ich dir beweisen. Ja? Du kannst deinen Großvater wieder zurückkaufen. Zum Einstandspreis, freilich. Ja, komm gleich rüber, wir sind da. Servus. Bald sind wir in den alten Sack los und kriegen unser Geld zurück. Zum Glück. Einweg, das war die eine Vase mit dem Katzenkopf drauf. Oh nein, die wertvolle Vase von der Tante Edeltraut. Na warte, die stelle ich dir aber in Rechnung, mein Lieber. Wertvoll? Die hat's doch bei der Volkshochschule gemacht, den Töpferkost. Thema war Selbstbildnis. Ja, Hauptsache, das Drum ist kaputt. Bauer, warte mal kurz. Und ja, noch geschissen. Was willst denn jetzt du? Du bist zwar immer noch im Pyjama. Ja, die nächste Nacht kommt bestimmt. Da bin ich schon vorbereitet. Du noch nicht. Ich kann schon schlafen. Du musst aber dich noch umziehen. Du kannst lange noch nicht schlafen. Da bin ich schon fertig. Da stehe ich fast schon wieder auf, bis du wieder umgezogen bist. Haha. Darum hab ich mein Schlafanzug. Ist doch ganz egal, ob ich einen Schlafanzug anhabe oder nicht. Also, jetzt red, aber mehr Geld gibt's nicht. Ist auch wieder. Nein, ich will kein Geld von dir. Ja, dann darfst du reden.
Ich will was, was mit keinem Geld dieser Welt zu bezahlen ist. Dann kannst du mir all dir nicht zeigen. Bauer, ja. Ich bitte dich, dass du mir deine Emma gibst. Also ihre Hand. Na, zum Heiraten. Was willst du, mal Emma heiraten? Jo. Ja, glaub, du spinnst du mir, hast du das Heu in der Hirn eingeschüttet oder was, eh? Glaubst du wirklich, meine Emma, der so einen habe nichts, ja, der keinen Pfennig nicht hat heiraten oder was? Ja, dann fragst du halt selber. Da muss ich es nicht fragen, ich kenn meine Emma, ich hab's ja großzogen. Was? Emma, gib mir einen Kuss. Gern. Nimm deine Zunge aus dem Bau raus, hörst du? Was sind wir denn? Und du schaust, dass du schleifst? Du gibst mir die Emma also nicht. Nein, ich geb dir die Emma also nicht. Dein Arsch steht ganz zusammen, das ist alles. Also raus mit dir, Börschler, verschwind! So. Jetzt zu dir. Gut, ich hab auch nur gefragt, was so der Brauch ist. Und Brauch ist bei uns Arsch, wenn du verteilen mit einer Blechfrucht. Hau jetzt ab da! Der Stinkstiefel ist weg. So. Ade, Schwiegerpapa. Ich bin gleich. Oh, 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 oh. So. Hör jetzt an das Gesicht. Jetzt zu dir. Schämst du dich denn gar nicht? Ich hab ihn lieb und da gibt's nichts, wofür man sich schämen müsste. Aber doch, Emma, bleib hier. Du sagst, Emma, ich muss mit dir. Du bleibst hier, du kannst ihn einfach. Was haben sie alle gegen mich? So, mein Lieber, wenn du Glück hast, dann kauf dich der Friedel von uns wieder zurück. Aber bis dahin arbeitest du jeden Cent ab. Alles, was du bei uns gegessen, getrunken oder kaputt gemacht hast. Am besten, du fängst jetzt erstmal mit Aufräumen an. Wieso liegt hier eigentlich Strom? Das lässt du dir nicht gefallen, Schrems Helmut. Das lässt du dir nicht gefallen! Helmut, redest du mit dir selber? Ja, manchmal brauche ich den Rat von einem Experten. Schreist du denn dann so rum? Was soll ich denn schreien, wenn die Tochter mit dem Knecht, der Knecht mit der Tochter, die Tochter mit dem Knecht, ich kann mich ja nirgends mehr sehen lassen. Der Knecht ist doch nicht der Knecht. Der Knecht ist mein Enkel. Der Enkel? Der Xaver? Der ist Steffel. Der Steffel ist dein Enkel? Nicht der Steffel, der Vincent. Wer ist denn der Vincent? Der Steffel. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, pass halt ein wenig auf, Dollen. Auf jeden Fall, meine Tochter wird nicht auf euren verranzten, runtergewirtschafteten Hof einheiraten. Hast du noch nie was davon gehört, der mit Glück stiftet? Komm das Glück selber zurück. Ach, für sowas haben wir keine Zeit nicht. Der Friedel wird auch geschäftlich. Ja, mir kummer. Und wenn ich zurück bin, ist dir alles picobello sauber, sonst wirst du mich kennenlernen. Jawohl, Mutter der Kompanie. Sag mal, Großvater, was hast denn du jetzt angestellt, dass die gar so Kreisle zu dir sehen? Ach. Ich wollte zwei junge Leute glücklich machen und einen alten Gauner das Handwerk legen. Ach Gott, da musst du jetzt sehr traurig werden, Großvater. Was? Wie die da am Hof gesehen habt, da hätte ich am liebsten meine 7 Sachen zusammenpackt und wär auf und davon. Aber jetzt, wo die mitkriegt, dass die so kreiselt zu dir sind, bleib ich da. Ja, ich glaube, du hast dringend Schutzengel nötig, hä? Du bist mein Schutzengel, das ja wohl nicht mehr so trotzdem. Ja, vergeben und vergessen, du alter Rüsselaff. Ja. Aber nicht, dass du meinst, dass du so dauernd um mich rumflatterst und mit deinen Flügeln mir ins Gesicht reinhaust, an die Nasen, weil so eine Itzi-Bizzi-Dini-Bikini-Figur hast du auch nicht mehr. Wer nur nackt badet, braucht keine Bikini-Figur. Wenn du nackt am Strand liegst, kann man die Walschütze und Zänge ins Wasser rein. Und wenn du Strand ins Wasser zägst, dann halte ich mich an deinem Regenwürmler fest und zechte mit Nein die Fluten. Ich hab keinen Regenwürmler, ich habe einen Zitter. Sag gescheit wieder zu von dir, Helmers, dass du mir den Großvater wieder zurückgibst. Lass mir noch nicht hinterher als Abschleicher bezeichnen, ne? Wir sind uns also einig. Du kaufst den Großvater für 20.000 zurück. Nein, das tut er nicht. Tu ich nicht? Du doch nicht? Nein. Elfi, du gehst jetzt einmal raus und holst mir den Xaver, der soll zur Emma holen. Was? Großvater, was wird denn jetzt das? Na ja, Fredel, das ist für dich. Mich? Was? Die Hypothek für den Hof ist abbezahlt? Genau. Was?
kannst den Hof selber wieder aufbauen und ich schau dir dabei zu. Was ist jetzt? Nimmst dein Großvater zurück oder nicht? Na. Oh nein! Wir werden den alten Zausel wohl nie los. Nein, nein, ich bleibe euch bis an mein Lebensende. Und ich war einmal älter als der Hestes. Nur, dass ihr es wisst, ihr habt mein Leben zerstört. Was ist denn, Emma? Wo ist denn der Vincent? Den habe ich rausgeschmissen. Da bin ich. Weiter ist dann aber nicht geschmissen. Und jetzt, Emma, Emma. Doch deine Drecksgriffel von meiner Tochter weg. Ich sag dir, du spinnst ein wenig, hä? Fang mir überhaupt nicht an, du Arschbackenkäfer. Ich bin erwachsen und kann selber entscheiden. Ach, blöd bist du. Deine Hormone haben dein Hirn vernebelt, dass du nicht mehr weißt, was du hast. Und ihr schaut, dass er euch schleicht runter von meinem Hof, ihr elendische Bagage, ihr elendische. Schatzilein, die Seite von dir kenne ich ja noch gar nicht. Und den nimmt er gleich mich. Hallo! Das ist mir jetzt nur so hinausgerutscht. Also, Finger weg! Meine Tochter bleibt da und ihr schleicht euch jetzt Herrschaftszeit Nummer 1 aus mit euch. Ist das dein letztes Mal? Mein allerletztes. Geh her, Zipfel, das ist für dich. Eine Schenkungsurkunde? Du schenkst mir 7.348.722,19 €? Ja, und das gleiche Geld kriegst du auch. Was? Also, Kinder, hab, gib dir einen Kuss. Ja, küss die 7 Millionen! Emma. Vincent. Und wenn es wirklich mal so weit sein sollte und ich in dem Grab drinnen liegt, will ich nicht, dass mir mehr Missmut und Boshaftigkeit von euch neigeschmissen wird wegen die Erde. Deswegen kaufe ich mir lieber zurück. Hm? So, Moment mal, Moment mal, das sind aber 18.000. Nee, ich war ja 2 Tage in Gebrauch, das habe ich abgezogen. So nicht, Moment mal. Helmut, du bist jetzt damit zufrieden. Hauptsache, wir sind den Alten los. Schau mal, wir müssen die keine Luft holen. Ja. Jetzt haben Schnappatmung. Bist du irgendwas rekordverdächtig, oder? Aber den brechen wir irgendwie, hä? Arch, ich brech dir gleich was an der Stuh, Greisler der Gimbel. Ja. Kommst du wieder zurück am Hof, hä? Für uns zwei? Ja, da kannst du einen klapprigen Papas drauf verwenden. Ja, aber geh, wenn's zurücknimmst, musst du ein freundlicher sein, aber. Ich bin die freundliche keine Person, du musst an dir arbeiten. Ich muss nicht an mir arbeiten, ich kauf mir keinen Großvater mehr. So einen wie mich wirst du da kaum mehr finden, ne? Moment mal, jetzt kommt's mir. Wo hast denn du überhaupt das ganze Geld her? Ja, ich hab mein Grundstückler an deinen Freund, den Bahnbruno, verkauft und hab das Geld verschenkt. Aber du kannst dir das Geld, Moment, das geht nicht. Nein, du kannst es nicht verschenken. Das hast du doch uns, da hab ich's doch. Das hast doch du uns vermacht. Da hab ich die Schenkungsurkunde. Ja, schau mal, was ich da vermacht hab. Hiermit vermache ich Helmut und Gisela Schrems meine Hose.